Willkommen in Potters Bluff. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf Potters Bluff Review. Heute geht es um die wunderschöne Everything Blue Collection. Und zwar heute mit Oblivion im 4K Full Slip XXL Schuber. Ihr seht schon, wow. Das Teil ist echt der Hammer geworden. Ich habe mir so ein paar Details schon. Ich fange erstmal mit dem Außenschuber an. Genau. Ja, ein toller Science-Fiction-Film mit Tom Cruise, der das Rad zwar nicht neu erfindet, aber optisch und soundtechnisch viel, viel zu bieten hat. Ganz schön toll, toll designte Welt. Coole Story auch und so. Tom Cruise macht wieder echt Spaß zuzuschauen hier an der Seite. Wow, das Bein ist richtig cool. Die Details bei Everything Blue toppt meiner Ansicht nach zurzeit auch Filmarena. Also zurzeit finde ich Everything Blue noch einen Tick geiler. Hier haben wir die Limitierungsnummer. Und bis jetzt haben sie auch eine bessere Filmauswahl so gezeigt, finde ich. Wenn das so weitergeht, haben sie echt coole, coole Sachen, die noch kommen. Hier auf 850 limitiert. Ich habe nochmal 711. Hier mit so einer Waffe symbolisiert. Auch oben drauf haben wir auch noch Tom Cruise Oblivion. Wie gesagt, hier ist alles erhaben, gestanzt und bis zur Perfektion irgendwie veredelt. Wie gesagt, hier die verschiedenen Strukturen. Seht ihr ja, ist ja alles so, ja, einfach geil. Ja, dann machen wir das Ganze mal auf. Jetzt zeige ich nochmal den Schuber. Innen drin ist dann so ein paar Wolken, so oben bei seiner Wohnung quasi. Dieses geile Loft in der Luft, richtig cool. Hier sein Kleider oder was das ist, auf seiner Landestation. Ja, war schon, also Oblivion war schon toll durchdesignter Science-Fiction-Film, muss man schon sagen. Wie gesagt, kein absoluter Klassiker des Genres, aber macht richtig gut Spaß. Hier haben wir dann das Steelbook, was sich unterscheidet vom deutschen Steelbook. Also das war das, worauf der mit der Waffe vom Weiten zu sehen ist, auch in der Landschaft. Und hier haben wir dann ihn in seiner Nahaufnahme. Wie gesagt, hier auch das 4K-Steelbook. Wenn mich nicht alles deutscht, ist hier auch Deutsch enthalten. Genau, hier haben wir das Background. Ich glaube, es ist dann auch durchgängig anzuschauen. Nee, aber fast. Sehr schön. Da haben wir die 4K und ich sehe da den FSK-Zeichen drauf. Das heißt, es müsste eigentlich auch deutscher Ton drauf sein. Ich hatte die 4K vorher schon. Die ist natürlich ganz anders wie die, bei denen ist die Unterschied zwischen der Blu-ray ganz anders. Da hat man eine ganz andere Farbgebung in der 4K. Die versucht den Film ein bisschen weicher zu machen, ein bisschen zurückzubringen auf wärmere Farben und ein bisschen Details so wegzulassen. Deswegen ist hier wahrscheinlich sogar die Blu-ray ein Tick vorne, finde ich meiner Meinung nach, was den Ursprungsinhalt angeht. Genau, die Blu-ray hat hier ein bisschen kälteres Bild, ein bisschen schärfere Detailzeichnung und so. Und die 4K sieht ein bisschen anders aus. Müsst ihr mal auf Vergleichsseiten gucken im Internet. Genau, deswegen finde ich, dass man hier beide Medien noch gucken kann. Hier muss man nicht unbedingt die 4K bevorzugen. Da muss man echt mal gucken, was einem selber am besten gefällt. Hier ist die Limitierungskarte, Nummer 007. Das ist die Nummer bei der Everything Blue Serie. Und hier haben wir 711 von 850. Upsala. Und wer den Film kennt, weiß ja, was das bedeutet, hier diese Zeichen und so, ne? Das will ich jetzt nicht verraten. Kein Spoilern. Im Hintergrund sehen wir auch nochmal im Gleiter. Hier haben wir die J-Card. Ja, ein bisschen Bonusmaterial ist drauf, ist aber nicht so der Rede wert. Und wie gesagt, der Ton hier ist der Wahnsinn und die, das Bild auch. Also ich finde, Oblivion macht, also der macht einfach nur Spaß, weil er so geil aussieht. Das ist wirklich ein einziger Spaß, der Film. Hier dann so einen richtig schönen fetten Ordner mit Bonusmaterialien noch. Richtig cool gemacht. Wie gesagt, Everything Blue ist zurzeit meine Lieblingsserie, muss ich sagen. Da hält nicht mal Filmarena mit. Da haben wir hier zum Beispiel, hier geht es schon los mit diesen Distrikten. Wir haben ja verschiedene Aufnäher. Richtig geil. Alles sind richtig coole Extras, wie ich finde. Kann man sich dann auf die Bude draufnähen oder draufbügeln. Hier haben wir ein kleines Booklet. Ich glaube, das sind eine Konzeptionszeichnung. Ja. So Ideen, wie das aussehen kann, so die Welten im Film. Das ist schon cool gemacht. Tolles Büchlein. Dann kommen wir zu einem Umschlag. Das zeige ich euch noch, diese Bilder hier. Das ist wie so eine Art richtig schön gedruckte, wie so eine Art Aushangbilder. Richtig cool, auch so leicht beschichtet. Hinten drauf wieder mit dem Strick 49. Echt toll. Ja, also wer Oblivion noch nicht gesehen hat, gibt ihm mal eine Chance. Den gibt es auch relativ billig auf normalen Blu-ray. Wie gesagt, die Blu-ray ist auch schon fantastisch gewesen. Muss nicht unbedingt die 4K sein. Aber ja, und wer es aber gleich richtig haben will, gönnt sich dann gleich die 4K. So, hier haben wir auch nochmal hinten angebracht.
Genau, von dem Regisseur von Tron Legacy. Da war ja das ähnliche Problem. Also, was heißt Problem? Oh, da ist noch eine J-Card drin von Zurück in die Zukunft. Warum auch immer. Das habe ich da reingelegt. Da hat er auch das Problem gehabt, Tron ist halt inhaltlich jetzt auch nicht so tief Legacy, aber er ist halt optisch eine Wucht und der Soundtrack war klasse und so. Aber hier hat er dann nochmal, finde ich, ich mag Oblivion zum Beispiel lieber als Tron Legacy. Tron Legacy mag ich auch, aber vor allen Dingen hauptsächlich in dem Soundtrack von Deathpunk, die sie ja jetzt gerade getrennt haben. Genau, und hier haben wir noch eine schöne, geile, was ich am geilsten finde, so eine dicke Karte, die als Aufsteller fungiert. Man hat hier wirklich einen kleinen Aufsteller gebaut und wer mich kennt, weiß, ich bin ein mega Fan von Kinoaufstellern, Videothekenaufstellern, Pappaufstellern und so. Und das hier ist schon geil, die kann man dann hier so einhaken. Und dann hat man hier wirklich einen kleinen Aufsteller, also auch dicke Pappe. Kann man wirklich auch aufstellen, gut. Morgan Freeman hier. Das ist geil. Kann man dann immer hinstellen, während der Film läuft, neben Fernseher oder so. Finde ich echt eine coole Idee. Und immer eine coole Sache bei Everything Blue. Ach ja, den Umschlag haben wir noch, ne? Wir haben den Umschlag vergessen. Ich nehme den Umschlag Nummer 3. Warum ist kein Zonk? So, hier haben wir dann das Oblivion-Zeichen in Silber schön geprägt. Das Sticker war außen angebracht auf dem Fullslip. Wollte ich aber auch nicht wegschmeißen. War mir zu schade drum. Und hier hat man dann nochmal, ich glaube, Character Cards. Morgan Freeman. Ja, echt cool gemacht, wie gesagt. Ja, das war's auch schon zu Oblivion in der Everything Blue Collection. Da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt mir schreiben, was ihr von Oblivion haltet. Ich finde, es war einer der cooleren Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Wie gesagt, er reißt jetzt inhaltlich keine neuen Bäume aus und leiht sich auch hier und da was, aber insgesamt ist das wirklich ein super Film. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Leben. Geht ins Kino, sobald es wieder möglich ist. Unterstützt jeden, den ihr kennt. Und macht's gut.